Seit Revans Gedächtnis zurückgekehrt ist. Die Sith werden langsam unruhig. Sie sind davon überzeugt, dass Revan nicht zurückkehren wird. Also kämpfen sie gegeneinander. Egal wer am Ende gewinnt, die Sith werden verlieren. Niemand hat die Macht, die Sternenschmiede zu benutzen. Aber viele haben es schon versucht. Ich sah, wie sie verzehrt wurden. Sie verloren ihr Leben, als sie versuchten, nach der Macht zu greifen. Nach allem, was wir über die Erbauer und ihr Schicksal wissen, bin ich überzeugt, dass Revan nicht wollte, dass wir die Sternenschmiede behalten. Sie zu benutzen, würde das Ende der Sith bedeuten. Und das Ende der Macht. Ich habe Revans Bitte entsprochen und bin hier geblieben. Aber er ist schon zu lange weg. Ich kann nicht mehr warten. Wer den Bürgerkrieg der Sith auch gewinnt, ich werde ihm nicht folgen. Es gibt nur Revan. Nur er kann die Galaxis formen, wie sie geformt werden soll. Er lebt noch. So viel ist sicher. Falls er nicht zurückkehrt, muss ich herausfinden, was passiert ist. Ich kann nicht hierbleiben. Ich bin mir jetzt sicher, dass es in den unbekannten Regionen etwas gibt, woran er sich erinnert hat. Eine Technik, die er im Kampf gegen die Mandalorianer erlernte, die ihm ermöglichte, die Jedi auf seine Seite zu ziehen oder zu vernichten. Und er fürchtet, dass sie immer noch dort draußen wartet. Viel zu lange schon.
Bemerkung: Diese Leiche ist erst seit etwas weniger als einer Stunde tot.
Seid ihr auf der Suche nach Antworten? Es gibt keine. Der Ruf Korybans ist stark, aber es ist der Ruf der Tuten. Es passt, dass ihr hierher kamt. Ich habe euch studiert und nur Schwächen gefunden. Und doch klammert sie sich an euch, als wärt ihr alles, was ihr am Leben hält. Ich kenne sie, wie ein Schüler seinen Meister kennt und wie ein Meister seinen Schüler kennt. Ich will ihren Tod und ich will, dass alles, was sie geschaffen hat, vernichtet wird. Alles, was ihr lieb ist, soll ihr in Scherben zu Füßen liegen. Aber ihr kennt sie nicht, wie ich sie kenne. Ihr habt ihre Lehren nicht überlebt, wie ich es tat. Und ihr habt sie auch nicht im Kampf besiegt. Ihr seid nichts. Und doch ist sie bei euch. Trotzdem würde sie für euch sterben, sich für euch opfern. Ich habe euch studiert. Ich kenne die Wege, die ihr gegangen seid. Ich kenne euren Lehrer. Ich kenne die Feuer, die auf Dixun loderten, als die Republik um euch herum starb. Ihr kennt den Krieg und den Kampf. Und ich weiß von Malachor. Ihr habt dort das Herz des Krieges gesehen und euch davon abgewandt. Ihr seid voller Schwäche und Furcht. Ihr seid nur auf dem Papier, ihr Schüler. Ich bin der Meister. Und darum werdet ihr sterben. Vorurteil offensiv. Optimale Präzisionsrate erreicht. Sire, er kann nicht besiegt werden. Er ist kein Wesen aus Fleisch und Blut. Dieser Kampf kann nicht gewonnen werden. Flieht. Ein andermal. Aber nicht jetzt, nicht hier, während Korriban ihn durchströmt. Sie beschützt ihn, schirmt ihn ab. Findet ihn, folgt ihm überall hin. Noch einmal entkommt er mir nicht. Ich werde ihr seine Leiche vor die Füße werfen. Es wird sein, als würde ich ihre Kinder töten. Ich töte alle, die sie beschützt, bis ihre Hände blutbefleckt sind.
maximale Präzisionsrate erreicht. Schalte um auf Kampfmodus. Liegende Grab zu erforschen. Ihr müsst euch den Herausforderungen dieses Grabes alleine stellen. Seid ihr bereit?